also durchaus auch einen Unterschied zu der früheren Behandlungs- und Teststelle, die hier gewesen ist, nämlich wir werden jetzt keine Behandlung und keine ärztliche Beratung anbieten. Also es ist kein ärztliches Personal vor Ort, sondern es ist ausschließlich eine Abstrichstelle. Also keine Symptome, man ist gesund, man kommt zurück, man möchte einfach einen Test machen. Das auch deswegen, weil wir wollen das eben wirklich sehr niedrigschwellig anbieten und wir wollen auch, dass das schnell geht. Also man soll hier nach Möglichkeit nicht lange warten müssen, es sollen sich nach Möglichkeit keine langen Warteschlangen bilden, sondern wir hoffen wirklich, dass hier die Testung relativ schnell geht. Aber wie gesagt, das setzt auch voraus, man darf nicht erwarten, dass man hier eine Beratungsleistung bekommt, sondern wir nehmen Ihre Daten auf, die brauchen wir, damit wir wissen, wer Sie sind und wer das Ergebnis bekommen muss. Dann wird der Abstrich gemacht und dann kann man auch schon wieder gehen. Deswegen, wir haben Öffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr am morgigen Tag, also am Samstag und am Sonntag. Und ab der kommenden Woche wollen wir die Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr ausdehnen. Und wir werden das dann natürlich auch abhängig machen davon, wie die Nachfrage ist, ob sie so ist, wie wir das erwarten oder ob sie stärker ist, ob wir das eventuell weiter ausbauen müssen.